Herzlich willkommen zum zweiten Lecturecast zum Werkvertragsrecht. Sie wissen schon, was ein Werkvertrag ist und wie er von anderen Vertragsarten abgegrenzt wird. Sie wissen auch, wie die Preisgestaltung im Werkvertragsrecht funktioniert. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist das werkvertragliche Leistungsstörungsrecht. Und das ist ein Thema, das besonders prüfungsaffin ist. Auf den ersten Blick ist aber eigentlich alles ganz einfach. Wenn der Werkunternehmer die geschuldete Sache mangelhaft liefert, ja, dann gibt es selbstverständlich Gewährleistung. Das folgt allgemeinen Regeln. Der § 1167 ABGB ist ein Relikt aus einer Zeit, wo es noch spezielle Regeln für den Werkvertrag gegeben hat. Heute verweist er nur mehr aufs allgemeine Leistungsstörungsrecht. Das heißt, eigentlich ganz klar, wenn die Sache mangelhaft, also vertragswidrig geliefert wird, dann steht Gewährleistung zu. Eine Besonderheit sehen wir schon auf den ersten Blick, wenn der Werkvertrag deshalb nicht durchgeführt werden kann, weil der Werkbesteller sich nicht an der Durchführung beteiligt. Im ganz simplen Beispiel, Sie haben einen Friseurtermin gebucht und Sie kommen nicht hin. Sie haben einen Arzttermin gebucht und Sie kommen nicht hin. Sie haben einen Handwerker bestellt und lassen ihn dann nicht in die Wohnung. In all diesen Fällen kann das Werk nicht mehr ausgeführt werden. Und das liegt daran, dass Sie als Werkbesteller das unmöglich machen. Nach allgemeinen Regeln im Kaufvertragsrecht sind wir jetzt in einer Situation des Annahmeverzugs. Sie wissen, dass der Annahmeverzug nicht dazu berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gibt weiterhin den Anspruch auf Kaufpreiszahlung und wir sind in einer Art Schwebezustand. Im Werkvertrag ist die Situation ein bisschen anders, denn 1168 ABGB, und das ist schon der Einstieg in das große Phänomen der werkvertraglichen Sphärentheorie, § 1168 ABGB sagt, dass wenn das Werk scheitert aus Umständen aus der Bestellersphäre, der Werkunternehmer seinen Werklohnanspruch verlangen kann, aber sich alles anrechnen lassen muss, was er sich erspart hat. Was bedeutet das? Wir haben eine Regel, die diesen Schwebezustand eigentlich beendet. Der Friseur kann das Honorar verlangen, der Arzt kann das Honorar verlangen, der Handwerker kann sein Entgelt verlangen, aber er muss sich die jeweilige Ersparnis anrechnen lassen. Nach allgemeinen Regeln muss der Werkbesteller beweisen, dass es eine Ersparnis gegeben hat. Im Verbrauchergeschäft dreht sich die Beweislast um. Das alles ist noch nichts, was besonders schwierig zu verstehen ist. Aber wir sehen schon eins, offenbar gibt es Fälle, in denen das Werk scheitert oder mangelhaft ist, aus Umständen aus der Unternehmersphäre, der Unternehmer liefert mangelhaft, und es gibt Fälle, wo das Werk scheitert, aus Umständen aus der Bestellersphäre. Der Besteller beteiligt sich nicht daran, der Besteller nimmt seinen Termin nicht wahr. Und damit zeigt sich, dass im Werkvertragsrecht wir den Gedanken der Sphärentheorie haben. Wir differenzieren also danach, warum ein Werk scheitert, und die Rechtsfolgen sind markant verschieden. Wir kennen die Rechtsfolgen, wenn das Werk aus der Bestellersphäre scheitert. 1168, der Entgeltanspruch bleibt aufrecht, wird aber um die Ersparnis gekürzt. Wir kennen die Rechtsfolgen, wenn das Werk aus Umständen aus der Unternehmersphäre scheitert. Wir haben ein Gewährleistungs- oder Gefahrtragungsproblem. Und dann bleibt noch die neutrale Sphäre. Was passiert also, wenn niemand etwas dafür kann? Und ich meine damit jetzt nicht Verschulden im technischen Sinn. Erinnern Sie sich, dass Sie im ersten Lecturecast gehört haben, dass beim Werkvertrag ein Erfolg geschuldet wird. Das war die Abgrenzung zum Dienstvertrag, wo es nur um ein sorgfältiges Bemühen geht. Ja, und wenn ein Erfolg geschuldet wird und dieser Erfolg nicht herbeigeführt wird, dann ist eigentlich klar, was die Rechtsfolge ist. Auch dieses Risiko trägt der Werkunternehmer. Und dort stehen wir wiederum in Einklang mit allgemeinen Regeln, denn auch beim Kaufvertrag ist es völlig gleichgültig, warum die Kaufsache mangelhaft geliefert wird. Wenn mangelhaft geliefert wird, dann kommen wir zur Pflicht des Einstehens des Verkäufers. Denn wenn wir das nach dem durchspielen, was wir bisher gehört haben, dann wäre es eigentlich ganz klar. Es bestellt jemand ein Haus mit Flachdach in einem Gebiet, in dem sehr viel schneit, und das Flachdach hat nicht die nötige Tragkraft für eine hohe Schneelast. Das Dach stürzt ein. Jetzt müssten wir eigentlich sagen, konsequent ist, das ist ein Umstand aus der Bestellersphäre. Immerhin hat der Werkbesteller ein Flachdach haben wollen und damit ist das Werk nicht mangelhaft. Damit ist das Risiko des Werkunternehmers. Das wäre aber natürlich ein bisschen seltsam, denn der Werkbesteller weiß oft weniger gut als der Werkunternehmer, was sich eigentlich zur Werkerfüllung eignet. Und es wäre doch auch seltsam, wenn der Werkunternehmer es in der Hand hätte, den Werkbesteller ins Unglück laufen zu lassen. Wenn ich mir also als Werkunternehmer denke, da würde ich aber kein Flachdach bauen, aber wenn der Werkbesteller sich das so wünscht, dann mache ich das, ist ja ohnehin sein Risiko. Das wäre auch ökonomisch ein Anreiz, der ganz seltsam wäre. Und deshalb ergänzen wir diese werkvertragliche Sphärentheorie, wenn das Werk aus Umständen aus der Bestellersphäre scheitert, behält der Werkunternehmer seinen Entgeltanspruch, 1168, und muss sich nur die Ersparnis anrechnen lassen. Deshalb ergänzen wir diese werkvertragliche Sphärentheorie um
die Warnpflicht nach § 1168a ABGB. Denn wenn eine Anweisung des Werkbestellers offenbar untauglich ist oder wenn ein vom Werkbesteller beigestellter Stoff offenbar ungeeignet ist, dann muss der Werkunternehmer darauf hinweisen. Er muss warnen. So funktioniert das nicht. Und damit hat es der Werkbesteller wieder der Hand. Entweder er trägt dieser Warnung Rechnung und sagt, ja gut, dann nehme ich natürlich kein Flachdach, wenn das dort nicht funktioniert. Oder er möchte unbedingt das, was er haben wollte. Er bestellt das Flachdach, obwohl das vielleicht in einem starken Winter nicht halten wird. Dann kann er sich aber, weil er darüber aufgeklärt worden ist, endgültig nicht mehr beschweren. Und was heißt das für Sie bei der Prüfung? Wenn Sie einen Werkvertragsfall haben und wenn Sie in einem Werkvertragsfall Leistungsstörungsrecht prüfen, dann ist der erste Schritt, und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, sich das ins Gedächtnis zu rufen, wenn das Werk scheitert, also wenn Sie ein Gefahrtragungs- oder ein Gewährleistungsproblem haben, wenn das Werk scheitert, weil es komplett scheitert oder weil es teilweise nicht funktioniert, dann rufen Sie sich in Erinnerung die Erkenntnis, dass der Werkunternehmer einen Erfolg herstellen muss. Das heißt, wenn der Erfolg nicht hergestellt ist, dann spricht viel dafür, dass der Werkunternehmer seine Arbeit nicht gemacht hat und kein Entgelt bekommt. Das ist aber nur der erste Einstieg. Die zweite Frage ist, aus welcher Sphäre kommt denn eigentlich der Grund, der das Scheitern des Werks bewirkt hat? Ist es ein Grund aus der Werkunternehmersphäre? Dann bleibt es bei dem Ergebnis. Er trägt das Risiko. Ist es ein Grund aus der neutralen Sphäre, dann bleibt es bei dem Ergebnis. Er trägt das Risiko, weil er ja einen Erfolg herstellen muss. Und wenn das Werk misslingt aufgrund eines Umstands aus der Bestellersphäre, der Kunde kommt nicht zum Friseur, der Kunde bestellt das falsche Dach, der Kunde bestellt eine Bauweise mit falschen Baumaterialien, dann spricht auf den ersten Blick viel dafür, dass der Werkbesteller das Risiko trägt, aber jetzt greift die Warnpflicht ein. Denn wenn die Anweisung des Werkbestellers offenbar untauglich war oder wenn der vom Werkbesteller beigestellte Stoff dafür nicht geeignet war, dann hat der Werkunternehmer eine Warnpflicht. Bei offenbarer Untauglichkeit muss der Werkunternehmer warnen. Wenn er das nicht tut, dann ist endgültig das Risiko des Scheiterns sein Risiko. Er hat seine Warnpflicht verletzt, schuldhaft verletzt. Und daraus sehen wir eine erstaunliche Konsequenz. Die Risikotragung, die an sich immer verschuldensunabhängig ist, sowohl die Gefahrtragung als auch die Gewährleistung, hängt auf einmal an der Frage der sorgfaltswidrigen Verletzung der Warnpflicht. Hängt also auf einmal an einem Verschulden und wir kommen tatsächlich zu einer verschuldensabhängigen Gewährleistung, wenn der Werkunternehmer seine Warnpflicht verletzt hat. Wenn der Werkunternehmer seine Warnpflicht nicht verletzt hat, weil er gewarnt hat, ja gut, dann ist es endgültig das Risiko des Werkbestellers. Und wenn dem Werkunternehmer nicht auffallen konnte, dass die Anweisung untauglich ist, auch dann ist es das Risiko des Werkbestellers, weil ja eben die Gefahrtragung und Gewährleistung jetzt verschuldensabhängig aufgrund des § 1168a ABGB stattfindet. Und das sind Fälle, die sich im wirklichen Leben sehr, sehr häufig ereignen. Es gibt etwa das Beispiel, dass in Deutschland eine Brücke gebaut werden sollte und die Brücke wurde ausgeschrieben in einem Vergabeverfahren in einer bestimmten Bauweise, in einer sogenannten Spannbetonbauweise. Und diese Bauweise war ungeeignet. Man konnte diese Brücke über dieses Tal in dieser Bauweise nicht bauen. Der Werkunternehmer hat nicht darauf hingewiesen, dass das eine untaugliche Anweisung ist. Und damit hängt die Gewährleistung für eine ganze Brücke an der werkvertraglichen Sphärentheorie. Natürlich ist die Anweisung, macht das in Spannbetonbauweise, ein Umstand aus der Bestellersphäre. Und natürlich trägt das Risiko der Bestellersphäre der Besteller, es sei denn, dass der Werkunternehmer eine Warnpflicht verletzt hat. Es gibt Beispiele aus dem Baubereich zuhauf, weil gerade dort natürlich sehr häufig relativ präzise Beschreibungen mitgegeben werden. Etwa in der Gegend des Wiener Bisambergs, für diejenigen, die die Gegend kennen, das liegt so zwischen zwei Bergen, nämlich Bisamberg auf der einen Seite, Kahlenberg-Leopoldsberg auf der anderen Seite. Dort geht relativ viel Wind. Und dort hat sich jemand ein Haus bauen lassen und hat mit bestimmten Steinen dieses Haus errichten lassen wollen. Aufgrund des starken Windes, kommt es dort aber zu relativ starken Temperaturschwankungen. Und diese Steine haben nicht die Isolierwirkung, die sie brauchen würden. Und diese starken Temperaturschwankungen führen dazu, dass sich Kondenswasser bildet im Haus. Auch hier, die Anweisung Bau mit bestimmten Steinen ist ein Umstand aus der Bestellersphäre. Das heißt, wenn Sie an diesen Fall herangehen bei der Prüfung, dann ist Erkenntnis Nummer 1, aha, das Werk ist gescheitert, das Werk ist mangelhaft, spricht viel dafür, dass der Werkunternehmer das Risiko trägt, weil er einen Erfolg herstellen muss. Aber
der Sachverhalt sagt, das Werk ist gescheitert, aufgrund einer Anweisung aus der Bestellersphäre, macht das mit diesen Steinen, spricht also für eine Risikotragung durch den Besteller. Und dann ist die letzte Frage nur noch, ja, hat der Werkunternehmer hier schuldhaft eine Warnpflicht verletzt? Wenn das der Fall ist, dann wandert das Risiko wieder zu ihm zurück und dort bleibt es. Und wenn das nicht der Fall ist, dann trägt das Risiko der Werkbesteller.